Mein Name ist Tobias Ludwig, ich bin Mitgründer von Lubis EDA und wir vertreiben eine Software, die es Halbleiterentwicklern ermöglicht, ihre Produktion zu beschleunigen und somit ihre Produkte früher an den Markt zu bringen. EDA steht für Electronic Design Automation. Die EDA-Branche hat zur Aufgabe, Software zu entwickeln, die dann wiederum von der Halbleiterbranche eingesetzt werden kann, um ihre Mikrochips zu entwickeln. Die Halbleiterfirmen haben zwei Vorteile durch unsere Lösung. Zum einen können wir aus teilweise bereits existierenden Dateien etwas generieren, was bisher manuell erstellt werden muss. Zum anderen muss sich klar machen, dass eigentlich keine fehlerfreien Halbleiterkomponenten existieren. Durch unsere Generierung kann ein anderes Verifikationsverfahren benutzt werden, wodurch man deutlich mehr Fehler finden kann und vor allen Dingen auch früher finden kann. Denn gerade ein spätes Finden eines Fehlers führt dazu, dass der Entwicklungsprozess im Prinzip wieder von vorne geht, weil man ja wieder nach der Änderung mit dem ganzen Verifikationsprozess anfangen muss. Das Besondere an dieser Software ist, dass es keine Software gibt auf der ganzen Welt, die solch eine Optimierung machen kann. Und unser USP oder unser Geheimnis liegt eigentlich in den ganzen Algorithmen, die intern in der Software implementiert sind. Zum einen zum Verarbeiten und Einlesen der Daten, aber dann auch, um die Generierung zu optimieren. Die Software zu nutzen ist sehr einfach, aber um die Software zu entwickeln, muss man genau für diesen Bereich ein Experte sein. Ich hatte halt die Verknüpfung gesehen, dass man mit unserer Methodik die Hardwareentwicklung ein Stück näher in die Welt der Software bringen kann und somit einfach zum einen den Prozess beschleunigen kann, aber auch die Arbeit an sich schöner machen kann. Und dann war ich einfach auch motiviert, daran zu arbeiten.